Ja, willkommen im LS25 auf der River Bend Springs. Der Fluss ist übergelaufen. Oder so. Der war ein Regner, oder? So, ich habe gestern Abend ohne euch eine Mission gemacht. Und zwar Möhren ernten. So, Möhren. Im Prinzip, Kamera könnte wieder so ein bisschen. Ja, egal. Ich zeige euch da mal was. Wir gehen hier hin. Wo haben wir sie denn? Wo haben wir sie denn? Da ist der. Wo ist denn der Gemüse da? Gemüseernte. Donny, mein Kater. Dann komm wieder hier hin. Komm her. So. Okay. Bär. So. So, ich habe ja hier, da sind zwei, ne? Das ist ein Mod. Der hat einen Tank, 30 Kubikmeter Tank. So. Der hier hat keinen Tank. So, und ich habe für die Mission die Geräte ausgeliehen. Also die Mission quasi mit Geräteleihen übernommen. Da habe ich dieses Fahrzeug gekriegt. Da der aber keinen Tank hat, musst du mit dem Schlepper und Anhänger immer daneben herfahren, damit der abtanken kann. Sonst fährt er nicht. Sonst bleibt der. Du musst es ja vom Helfer fahren lassen, sonst, ne, wenn du alleine spielst, geht ja sonst nicht anders. Ich bin verzweifelt. Ja, man macht hier erstmal das Vorgewende, um dann rauf und runter zu fahren. Erstens ist er so gefahren, dass du gezwungen warst, immer durch den Bestand zu fahren. Was ja auch nicht unbedingt so witzig ist. Oder nicht Sinn der Sache ist. Aber wenn er dann wenden musste, immer wenn er zurückgefahren ist und wollte wieder ein Stück hier vor, musstest du immer wieder da unten drunter. Und wenn er dann nur, ich sage jetzt mal, einen Meter vorgefahren ist, um nochmal zurückzusetzen, immer wieder umsetzen. Irre. Irre. Ja, daraufhin habe ich dann einen Mod gesucht und habe dann halt den gefunden mit Tank. Und hier Rübentechnik. Den Roper hier, den Allrounder, den habe ich dann hier zum Schluss genommen. Ey, du redest völlig am Kabel. Und was noch dazu kam, du hast einen Schlepper dazu gekriegt, ist klar. Und die Mulde. Die passt gar nicht unter das Förderband von dem Abtanken, zum Abtanken. Viel zu hoch. Auch der Trecker. Du konntest mit dem Trecker nicht unter dem Band runterherfahren. Da blieb der ewig hängen. Da muss es quasi mit dem Trecker dran vorbei. Und dann den Hänger rückwärts wieder da drunter schieben, damit der passt zum Abtanken. Und dann überleg dir mal, wenn der vor zurückfährt, um zu drehen. Steht da schräg, dann musst du da drunter fahren, dass er, auch wenn da gar keine Frucht mehr stand, der wollte trotzdem, dass du da drunter stehst. Da fuhr er schräg los und knickte dann wieder stark ein, damit er wieder zum Feldrand hinkam. Ey, irre. Ja, wie gesagt, daraufhin habe ich dann das halbe Feld habe ich so gemacht, aber wie gesagt, wenn nicht schon so viele Haare fehlen würden, es wären jetzt einige weg. Also wenn ihr eine Mission macht mit einem Möhren und ihr kriegt diesen Original Gemüseernter dazu, vergiss es. Das wird nicht. Das geht überhaupt nicht. So. Das vorweg. Ja. Den hätten wir das geklärt. So, jetzt kann ich aber nicht ganz viel machen.
Da gucken wir mal hier. Ballen wickeln, da können wir da vergessen. Düngen, das geht. Ernten, das geht nicht. Felsen entfernen geht. Holztransport, das geht auch. Oder Steine sammeln, das können wir auch machen. Ah, 88. Ach, das nehmen wir mal an Steine sammeln. Das geht. Achso, 88. Wo haben wir denn die 88? Da unten. Das sieht gut aus. Und dann ein bisschen weiter oben in den Rücken. So, genau. Krallen bitte aus meinem Oberschenkel rausnehmen, das wäre nett. Dankeschön. Wo habe ich denn jetzt den Steinesammler stehen? Ich glaube, der steht draußen. Wir gucken. Wir gucken, wir gucken, wir gucken den ganzen Tag. Ming, ming. Habe ich gesehen, da hat jemand hier die Karte hier rausgebracht. In Anführungszeichen. Ja, er hat alles, was auf dem Hof stand, einschließlich Bäume, komplett alles weggemacht. Aber das Hofhaus und den Hühnerstall, den hat er stehen lassen, hat er nämlich auch nicht weggekriegt. Ah, hier siehst du, da steht er doch. Da komme ich ja so gar nicht dran. Da steht was im Wege. Stellen wir ihn erstmal da ein. Huch. Ja, das war gestern Abend. Da habe ich mich stundenlang an dem Feld aufgegeilt, bis ich das fertig hatte. Das war Feld. Hier oben, warte mal, da, ja genau, 38, das hier, das ist ja nun nicht gerade wenig, ne? Wie gesagt, ich bin mal bekloppt geworden, bis ich dann eben gesagt habe, ne? Arschlecken rasieren 3,50, jetzt, ja, jetzt ist egal. Ich besorge was anderes für die Ernte. Weil das ging, das hatte ich, ne, das ging gar nicht. Wollte ich ja noch was zeigen. Es gibt ja Sammelobjekte hier auf der Karte, ne? Jetzt hier auf der amerikanischen Karte hier sind es 25, ja, hoppala, 25 Stück. Einen zeige ich euch schon mal. Den habe ich durch Zufall erwischt. Aber ich habe die Koordinaten. So, da hinten müssen wir hin. Bei die Hütte. Hier hinten bei die Hütte bei. Sieht gar nicht so unübel aus, ne? Gut, ist ja jetzt abgeerntet, die Spalier Spinat, aber so von dem Blatt her
So, hier gehen wir jetzt in die Hütte. Hütte. So. Da steht so eine alte F1. Oben, ganz oben steht Aufsammeln. Zack. Plus 10.000 Euro haben wir dafür gekriegt. Nur noch 24 Teile. Siehst du? Habt ihr jetzt schon mal einen, den ich suchen müsste? Ist nicht viel, aber ne? Jetzt wird es wie ein Schlepper kommen. Ich bin jetzt schon gut durchnässt. Aber im Realen da draußen sieht es auch nicht besser aus. Schäbisch. Nass und grau und igitt und wah. Da unten. Ach nein. Saugbagger. Hat er Wellengang oder warum gehen die Rohre direkt rauf und runter? Gefährlich. Nicht, dass wir von so einer Flutwelle überrascht werden. Schnell weg hier. Chanel, Chanel. Schiebwetter. Herrscht leichter Bodennebel. Donny, was ist los? Ist unruhig auf dem rechten Oberschenkel, ne? Geht immer rauf und runter und hin und her. Der Opa zappelt hin und her, das ist doof. Ja, da bringt so ein Kater etwas durcheinander, ne? Ja. So ist das, Mäuschen. So, wir machen mal so. Mit Vorgewende, jawohl, aber bitte, wir machen das so. Doggy! Ist ein Mod, ne? Brauchen wir gar nicht drüber reden, es ist ein Mod, wo man die Arbeitsbreite, Einzugsbreite, Verarbeitsbreite, Einzugsbreite, Dingsbums, Pickup auf. Erhöht hat, erweitert hat, meine Güte. Und auch das Volumen vom Tankinhalt, also ne, was er aufsammeln kann. Aber ganz schön viele Steine drauf hier. Muss man ja mal so sagen.
Aber was willst du bei dem Wetter anders machen, ne? Eine Getreideernte können wir nicht. Ich weiß nicht, ob das was bringt, bei dem Wetter Gemüse zu ernten, mit schwerer Maschine auf dem Acker, so jetzt zum Beispiel wieder eine Feld mit den Erbsen. Oder das war ich bei zwei Feldern mit Erbsen, die erntereif sind. Ich glaube, das lassen wir mal besser. Dann machen wir sowas hier. Kann man ja mal machen. Ja, heute, also ich nehme jetzt am Dienstag auf, der, haben wir, 19. Ne? Ja, am 19. Heute ist Weltmännertag. Ich weiß nicht, wer sich so einen Schwachsinn einfallen lässt. Aber nun gut. Passend zum Weltmännertag haben wir Scheißwetter. Grau, regnerisch, nass, kalt. So ein Weltmännertag, wenn überhaupt, gehört sowas. Ja, im Sommer, wenn wir schönes Wetter haben, warm, dass man grillen kann, draußen sitzen. Ne, mit die Kumpels. Aber nö. Naja, was soll's. Mir ist's egal. Ich mach mir nichts aus solchen Tagen. Egal ob Weltmännertag oder nicht. Nee, den wollte ich jetzt haben, Spaß. Ja. Wichtig ist, dass ich meine Ruhe habe. Kaffee, ein bisschen was zu essen im Kühlschrank, dann bin ich schon zufrieden. Ich habe im Moment so diese Phase, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, alle jüngere Leute wahrscheinlich noch nicht so, aber ich könnte mir momentan richtig gut vorstellen, irgendwo in der Pampa, im Wald, eine Hütte, Strom möchte ich schon haben und fließend Wasser. Dass ich vernünftig Toilette habe und duschen kann. Und so ein bisschen Strom. Für den Kühlschrank vor allen Dingen. Aber sonst komplett alleine. Niemand dabei. Das ist ja momentan so eine. So eine leichte Sehnsucht, die ich in mir habe, nach Einsamkeit. Ich weiß nicht, ob der das so. Im Moment geht mir das hier alles tierisch auf den Nerv. Die Tiere, ich habe Tiere unheimlich gerne. Das steht gar nicht zur Debatte, aber wenn die ankommen und verlangen nach Futter und bedrängen ein oder. Im Moment ist das alles zu viel. Ich weiß nicht, wie ich das erklären soll. Der Kater hier, der liegt ja jetzt auch wieder auf meinem Schoß. Nachts liegt er neben meinem Kopfkissen und schläft da. Und wir haben ja hier 5 Katzen rumrennen. Ist ja nicht über armen Leuten. Also das Liegen
nachts, der Hund liegt mit dem Bett, der liegt zwischen meiner Frau und mir. Mal liegt er unter dem Fußende, mal liegt er unter dem Kopfende. Auch richtig rum mit dem Kopf bei unseren Köpfen und nicht mit dem Hintern, was er ab und zu auch schon mal macht. Ja, und dann so 3 bis 4 Katzen liegen dann auch wohl mal im Bett. Wir haben auch schon mal alle fünf im Bett liegen gehabt. Also das sind die Fatalen. Ja, Fußende, der eine Kater, der kuschelt auch mit unserem Hund ganz gerne. Ja, das finde ich alles ganz, ganz total easy. Also, gefällt mir auch, aber im Moment habe ich einfach die Sehnsucht ganz für mich alleine. Das wäre vielleicht auch nur für einen Monat oder so, oder 2 Wochen, keine Ahnung. Aber irgendwie muss ich mal so. Ne? Am besten irgendwo eine Hütte oder mit meinem Wohnmobil hier irgendwo stehen an einem See, dass ich aus dem Fenster gucken kann und kann aufs Wasser gucken. Wald rundherum noch. Tiere beobachten. Spazieren gehen. Fotoapparat mitnehmen, Bilder machen von Tieren und von der Natur. Sowas. Ne? Das. Naja, so ist es halt. Aber momentan, das hängt ja hier, der Hausverkauf, der kommt nicht in Gange, weil die Kirche da das Mitspracherecht hat wegen der Erbpacht. Ach Leute, das geht mir so auf den Sack. Unser Ziel war ja eigentlich, dass wir ja um diese Jahreszeit eigentlich schon in der neuen Bleibe sind, egal wo es, was es dann am Ende auch wird, oder wo es das wird. Wie gesagt, angestrebt, angepeilt war Soltau, aber man weiß auch nicht, es zieht sich ja jetzt alles hin, ob wir dann da noch einen Stellplatz kriegen, wo wir uns da niederlassen können oder nicht. Und Fragen über Fragen. Dann alles so Dinge, die da so mit reinspielen. In mein ganzes Gefühlsleben, sag ich mal. Aber so ist das im Leben, ne? Man kriegt ja nichts geschenkt. Und einfach kann ja auch jeder, aber irgendwann ist das Maß einfach voll. Frau krank mit dem Lunge, Herz. Jetzt aber seit 2017 Diagnose Krebs. Das macht alles nicht einfacher. Eigene Krankheit. Dass man auch körperlich nicht mehr so kann, wie man gerne möchte. Und, da kommt eins zum anderen. Und irgendwann ist hier echt der Pott voll und dann man darf nicht aufgeben, das weiß ich auch. Und man darf auch das Lachen nicht verlieren.
ich kann auch noch lachen. Ich mache doch gerne mal, ne, einen dummen Spruch oder einen, naja, ich bin ja so ein, soll man das sagen, verdrehe Leuten gerne das Wort im Mund. Aber das ist ja auch alles egal, das ist ja auch gut so, dass man das noch kann und macht. Aber so, ne? Es ist einfach Zeit, dass ich mal eine Auszeit nehme. Sagen wir das mal so. Hier, wenn ich dem LS rumturne oder ein anderes Spiel, ist ja völlig egal, ETS oder was weiß ich was. Dann kann ich von den Alltagsgedanken abschalten, dann will ich da mal so ein bisschen weg. Aber ich habe auch jetzt momentan nicht immer Bock daran, auch wenn es jetzt hier den neuen 25er gibt. Also, ne? Das war schon mal intensiver, diese Sucht, sag ich mal, den LS zu spielen. Das lässt im Moment ein bisschen nach. Aber was soll's. Wenn kein Video kommt, werdet ihr es ja merken. Dann hat es mich mal wieder total niedergerissen. Heute Mittag, wir haben jetzt reale Zeit, da haben wir 11.25 Uhr. Ich denke, damit werde ich auch mal wieder im Bett verschwinden. Ich habe die Nacht 2 oder 3 Stunden geschlafen, mehr nicht. Ich denke, es wird mich wohl wieder niederreißen. Aber was soll's. Meine Frau liegt eh im Bett. Von daher ist es wurscht. So ist das Leben, ne? Hart und ungerecht, oder wie sagt man? Da kannst du machen nix, da musst du gucken zu. Das sieht doch tatsächlich noch eine Anhänger hier nur zum Abtanken, oder wie sieht das aus? Scheint so, oder? Ich hab gedacht, das bräuchte ich nicht. Aber auch. Das war ja so gar nicht geplant. Hey, der Regen hat aufgehört. Im Moment. Nur im Moment. Also draußen hier real. Aber nur im Moment. Das wird bestimmt nicht lange anhalten. Ja. So, dann müssen wir mal gucken, dass wir einen Anhänger kriegen, ne?
Der Bottich ist voll. Den großen Anhänger brauchen wir, glaube ich, nicht. Und wo habe ich den kleinen Fifi hingestellt? Der müsste. Oh. Der packt noch. Was steht da? Da steht er ja. Da steht er ja. Oh. Schalluck auf. Ich glaube, hier konnte ich rausfahren, ne? Nee. Das war verkehrt. Da jetzt mit der Fähre übersetze, ne? Wo komme ich denn dann raus? Oder keine Ahnung. Eine Fährfahrt, eine Fährfahrt, die ist lustig, eine Fährfahrt, die ist schön. Wer was erleben will, der muss eine Fährfahrt mit uns gehen. Langsam, langsam. Pferdchen. Dann müssen wir jetzt das Chef vorbeilassen. Das geht es nicht. Hallo Captain. Oh ja, da sitzt tatsächlich einer drin. Geilomat. Nu. Meine, zügig. Kann doch nicht abfahren. Leute, lass mich nicht so lange hier im Regen stehen. Wenn du gar nicht los. Fahren mit der Fähre. Der. So einfach kann das sein. Weiter geht's. Schön Licht anmachen, ne? Der Herr sprach, es wäre bitte Licht, jedoch fand er den Schalter nicht. Als er den Schalter endlich fand, war die Birne durchgebrannt. Schraub dir eine neue Birne rein. Ei, wie brennt das Licht so fein. War das falsche Acker. Ich muss da erst runter. Ich muss erst runter fahren. Ich wundere, ob die Strahle. Kommt was? Nö. Gott sei Dank kein allzu starker Verkehr hier. So, werden wir hier mal aufs Feld fahren. Rumpel, rumpel.
Es rumpelt und pumpelt. Abladen. Der schmeißt alles daneben und trotzdem fällt es rein. Das ist auch interessant. Ne? Wunderbar. Können wir ja weitermachen. Ja, guck, dann machen wir die Mission hier fertig. Und dann machen wir Schluss mit dem Video. Dann ist dann auch wieder lang genug. Nee, das war falsch. Den müssen wir haben, genau. Jetzt sind wir richtig. Hey Donny, dein Kopf fällt ja runter, der hängt ja nach unten. Nee, unser Katerchen. Der liegt so auf meinem Oberschenkel, ja, so, und der Kopf, ja, so, der Kopf liegt so darunter. Und ich kann hier auf den, in den Knick an meinem Oberschenkel seinen Herzschlag spüren. Das ist schon krass. Das ist unser Rentner. Schätzen so 13, 14 Jahre alt. Ist jetzt auf einem Auge mehr oder weniger blind geworden. Hat keine Zähne mehr. Aber komischerweise kann er doch Trockenfutter fressen. Weiß nicht, wie er es macht. So ein bisschen beneide ich ihn da schon. Ich habe ja auch kaum noch Zähne. Aber ich fress keinen Trockenfutter. Ja doch, mal Nüsse. Aber naja, das ist ein anderes Thema. Ich kann mich noch ernähren. Und zur Not gibt es ja auch Suppe und Kartoffelkühl. Oh Mann.
Sonst muss ich die Nahrung lutschen. Weich lutschen. Oh Gott, nein. Die wandert Bilder aus meinem Kopf. Ja, ich weiß gar nicht, ob ich schon erwähnt hatte, man sieht das ja ab und zu so aufblitzen. Ne? Das ist noch ein Fehler von Giants, da müssen die nochmal ran, da müssen die patchen. Das ist, ja, irgendwas passt da noch nicht. Aber da ist ja noch so viel. Zum Beispiel das Handling mit der Kettensäge. Das geht ja mal gar nicht. Da muss dringend was ausgebessert werden. Gut, wer jetzt nicht im Forst tätig ist oder nichts mitmacht, für den ist es uninteressant. Aber es gibt ja auch mit Menschen, so wie ich zum Beispiel, die gerne im Forst was machen. Und da wäre das schon geil, wenn das vernünftig funktioniert. Ne? Gut, im 22er hat man dann ja zum Schluss auch hier die Mods hier von wegen mit größerer Reichweite der Säge und solche Geschichten. Und, ne? Da ging das schon gut. Also das war schon optimal. Im 22er. Und die Kettensäge hat da wirklich gut funktioniert. Muss ich schon sagen. So, guck es. Das ist ja rein theoretisch jetzt die letzte Bahn. Ne? Die letzte Bahn mit Marzipan fällt. So, jetzt kann ich keine Stalle mehr aufnehmen. Muss da mal rauskriegen, wie ich. Los, kleiner Mann. Jetzt haus ab. Okay. Wie ich denn auch dann die Linien ausblenden kann, beziehungsweise das GPS ausschalten. Oh, ist das voll? Ich hab nicht alles reingegangen. Okay. Gut. Es ist alles gut, drum sind wir auf der Hut. War ich jetzt hier richtig? Nee, ne? Hier bin ich ja schon wieder falsch. Mann, Orientierung ist ja, ne? Lässt stark zu wünschen übrig. Genau. Tut mir leid. Haha, haha. Wee. Ren, buddy, ren. Yes. Ich kann fies sein, ne? Ich hab ihn nicht vorbeigelassen, Tralalala. So.
So, jetzt gucken wir mal. Fahren jetzt mal hier bis nach vorne. Fahren jetzt wirklich beide Schlepper auf die Fähre. Das sollte ja funktionieren, ne? Hoffe ich. Oder die Fähre geht unter wegen Übergewicht, das wissen wir noch nicht. Aber das stellen wir gleich fest. Ei, wer hat den denn bestellt? So. Sorry. Hei, 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 hei. Ich wollte gerade sagen, die Nase hat in der Sonne gekitzelt. Nee, ist klar, die Sonne hat in der Nase gekitzelt. So. Aber kann ja nicht, wir haben ja keine Sonne. Guck mal, das sieht doch geil aus. So. Das geht los. Guck mal, da ist mein neues Haus, da rechts. Hausboot. Ist doch geil. Das ist auch nicht schlecht. Aber ich nehme das Ganze hinter, das hinter, das ist ein bisschen weiter von der Fähre weg, das ist etwas ruhiger. Schnell runter. Man weiß ja nie, ne? Kann ja sein, dass jemand anders die Fähre noch nutzen möchte. So, dann wollen wir mal eben gucken. Da. Das haben wir. Entferne Steine vom Feld, das haben wir. Habe ich denn irgendwo so eine Steinmühle? Weiß ich gar nicht. Ich glaube, ich kippe die erstmal bei mir auf den Hof ab. So mache ich das, glaube ich. Alles ist ja irgendwo was zu sehen, wo ich die hinbringen soll. Ich habe ja auch nie drauf geachtet, aber ich meine, da ist nichts. Nö, ja, alles gut. Alles ist gut. So, dann müssen wir mal gucken, ob wir die erstmal
Da. Die da, du, die das oder so. Ah, so meine. Was ist denn du? Mann. Steuerventil geklemmt oder was? Wollte ich abgeben, der Sack. Leer. Wo hatte ich den denn jetzt stehen? Na, wo stand er denn? Ich glaube, hier neben dem Schredder, ne? Ja, klar. Okay. So, da geht auch noch nach Hause. Schon wieder eine Stunde voll, ich werde bekloppt. Ich hätte jetzt natürlich auch Schluss machen können, nachdem ich das Feld abgesucht hätte, aber wenn, dann führen wir sowas ja auch zu Ende. Das macht ja sonst alles Scheiße. Macht ja sonst auch alles keinen Sinn, finde ich. Mal, den schmeißen wir auch mal mit drauf. Das ist ja nicht mehr viel. Siehste. Dann ist die Maschine wieder einsatzbereit. Trecker waschen wir im Moment nicht. Ist ja Schiedwetter. Also unter nicht. Dann machen wir, wenn es trocken ist. Gut, das war's für diese Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wünsche euch. Ach nee, warte mal. Wir müssen ja noch beenden. Wenn schon, denn schon, ne? Abgeschlossen. Ding, jawohl, Dankeschön. So, also, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es war nicht zu langwierig, das Ganze. Ja, und würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. In diesem Sinne, winke.